Morgen, ich bin Andreas. Heute ist der 21. August 2018 und ich möchte gerne etwas über Geist, das Denken sagen und auch etwas über die moderne Technologie, Elektronik. Okay, gut, was Geist betrifft. Und ich sage das auch gerade, weil im Moment die Türkei und die arabische Welt in den Medien ziemlich hauptsächlich negativ erwähnt werden. Da möchte ich jetzt mal etwas Positives in die Waagschale legen. Und sagen, ich bin 1973 mit meinem ältesten Bruder und mit meiner Schwester, die ein Jahr jünger ist als ich, und noch mit zwei Freunden für 3 Monate nach Marokko gefahren mit einem VW-Bus. Und dort sind wir kreuz und quer durchs Land gereist, auch in die Städte, aber hauptsächlich, ich würde mal sagen, mehr als 3/4 der Zeit sind wir in freier Natur unterwegs gewesen, in der Wildnis, auch in Wüstenregionen. Und 1976 mit meiner Wohngemeinschaft für 6 Wochen in der Türkei unterwegs gewesen. Da waren wir auch in den Städten, aber auch zu mindestens 80% im Lande unterwegs. Und ich muss mal erwähnen, dass wir weder in Marokko noch in der Türkei irgendeine negative Erfahrung gemacht haben. Wir sind überall freundlich empfangen worden, auch gastfreundschaftlich, auch zum Beispiel in Marokko, dass Einheimische uns, weil sie uns gesehen haben, dass wir da irgendwo in der Wüste stehen, mit dem Wagen sind sie zu uns gekommen und haben uns Essen gebracht. Oder solche Gesten. Und das möchte ich mal erwähnen. Und jetzt komme ich zu dem Geistigen. Wenn ich heute, das habe ich jetzt gerade heute Morgen, während ich mir Kaffee gekocht habe, ist mir das so durch den Kopf gegangen oder durch die Seele, die Erinnerung daran, ist, dass man, wenn man in dieser Freiheit, in dieser offenen Natur lebt, sich aufhält, hat man einen sehr intensiven Bezug zum einen zur Erde selber, auf der man lebt, und auch zum Himmel, zum Raum, weil alles ist offen um einen herum. Damals gab es keine modernen Medien, keine Elektronik, nichts, keine Medien, die auf einen eingehämmert haben, permanent. Und das ist sehr, sehr toll. Es ist ein völlig anderes Wahrnehmen als verglichen jetzt mal heute, wenn man in einer Stadt lebt, in der heutigen Zeit mit den Medien. Und es ist auch so, dass wenn man in diesem offenen Raum ist, also wenn du in so einer großen, in der Steppe, in der Wüste oder egal wo, in offener Natur, das kann man auch in Gebirgen oder auch in anderen Landschaften. Wenn man aber in diesem offenen Gebiet ist und du bist mit 3, 4, 5 Leuten dort und weit und breit ist niemand anders da, ist es auch so, dass der geistige Raum selber sehr, sehr offen ist. Und es ist eigentlich nur das darin, was man selber entsendet. Also von diesen 3, 4, 5 Leuten gibt es geistige Bewegung in diesem geistigen Raum. Und man ist sich geistig sehr nah, man berührt sich auch geistig, darum ist auch das Miteinander anders als dieses heutige Miteinander, was sich hauptsächlich auf Materie bezieht und auf, Dinge bezieht.
So, und das war, also in der Türkei war es ebenso. Und von daher ist es für mich auch verständlich, dass es schwierig ist für Menschen, die aus diesen offenen Räumen kommen, wenn die in unsere sogenannte hochzivilisierte Gesellschaften kommen, dass es für sie sehr, sehr schwierig ist, sich hier zu etablieren, einzugliedern und selber gesund zu bleiben, seelisch, psychisch. Das muss man auch denjenigen, die als Flüchtlinge zu uns kommen, zugutehalten, dass es für sie auch sehr, sehr schwierig ist, hier klarzukommen mit unserer Art zu leben. Das möchte ich sagen, das möchte ich auch den Flüchtlingen zugutehalten. Okay, das ist das eine. Jetzt dieser andere Punkt, was ich sagen wollte, was mir auch vorhin durch den Kopf gegangen ist, als ich Kaffee gekocht habe. Es gibt ja dieses, wir haben ja einen Bezug zur Bibel. Es gibt ja auch in der Bibel die Warnung davor, dass man sich etwas implantieren lässt, sozusagen, womit man steuerbar wird, was man selber aber nicht bemerkt oder weiß. Etwas, was sozusagen zu eben der anderen Seite gehört, was nicht mehr gesund ist oder nicht gut. Und da möchte ich sagen, was wir gerade im Moment hier erleben, jetzt zur Zeit, das ist dies, dass man mehr und mehr in dem beim Einkaufen, man, das wird vereinfacht, dass man es mit irgendeinem Zahlencode bezahlen kann, dass man, das soll es ja geben, dass man mit Handy bezahlen kann, dass man auch sich etwas anmontieren lassen kann oder implantieren kann und dann werden persönliche Daten und sowas übertragen und auch ein Cash-System, damit das Zahlen vereinfacht wird. So wird es erklärt, es soll komfortabler werden. Wenn man darüber nachdenkt, was muss man sich fragen, was bedeutet das komfortabler eigentlich? Also, dass man noch schneller einkaufen kann, noch schneller bezahlen kann, noch mehr verleitet wird einzukaufen, weil dieser Prozess des Einkaufens und Konsums vereinfacht wird. Das ist die Frage. Und was dazu gehört, ist, dass man aus dem geistigen Niveau herausgezogen wird. Sagen wir mal, befindet man sich in einem höheren Bewusstseinszustand mit einem großen Bezug zum Gesamtdasein, zum Gesamtraum, Himmel und Erde. Da ist dieses, was uns verkauft wird, als hochkomfortabel, einfach stumpfsinnig und primitiv, weil es einen aus dieser schönen Weite zieht und einen so winzig klein macht zu einem Instrument, das letzten Endes steuerbar ist. Ist man, hat man diese Sachen bei sich oder hat man sie sogar einoperiert, die Chips, heißt es, man, alle Daten, persönlichen Daten sind abrufbar. Alle gesundheitlichen Zustände, Daten sind abrufbar und ja auch abrufbar, ja nicht nur von Leuten, bei denen man sagen würde, okay, das finde ich okay, wenn mein Arzt jetzt weiß, wie es in mir aussieht, das finde ich okay, zum Beispiel. Das Problem ist, dass andere auch Einfluss darauf haben und dass immer auch versucht wird, das zu hacken und sich da einzugliedern. Und bei den, wir sind an diesem Punkt, was auch in der Bibel steht, dass man selbst steuerbar wird. Das heißt, dass von außen Einfluss genommen wird auf einen selbst. Und wenn es implantiert ist, kann man auch davon ausgehen, dass das Gehirn beeinflusst wird, das Denken. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich an der Schwelle, wo Menschen gesteuert werden können, das, was sie tun. Darum ist zum Beispiel dieses, was wir in den letzten Wochen oder Monaten hören, dass ganz urplötzlich jemand
losgeht und knallt mal eben 10 Leute ab oder jemand fährt ohne irgendeinen ersichtlichen Grund, macht er irgendwas und plötzlich nimmt er sein Auto, benutzt es als Mordinstrument und fährt in eine Menschenmenge rein, ganz spontan und unerklärlich für alle. Da muss man auch schauen und auch ja, denken, drüber nachdenken, sind wir, passiert das schon, dass Menschen benutzt werden, gesteuert werden, das heißt, dass sie gar nicht mehr verantwortlich sind für das, was sie tun. Das wird ja die Folge sein, wenn man steuerbar ist und man ist nicht mehr man selbst. Man hat nicht mehr eine, ist nicht mehr Person, hat nicht mehr seine persönliche, private Seele oder Raum. Und davor möchte ich gerne warnen auch. Also, ich werde mir nichts einoperieren lassen, auch wenn man mir sagt, das ist jetzt für mein Herz gut, dass das Herz, mein Herzschlag abgerufen wird oder mein Blutzustand oder irgendetwas. Das lasse ich nicht zu, wenn etwas zeitweise, wenn ich etwas zeitweise tragen soll, aus gesundheitlichen Gründen, würde ich das vielleicht machen, aber wenn mir Zweifel kommen, kann ich es ablegen. Wenn es aber implantiert ist und das ist ein Mikrochip, dann kann ich ihn ja nicht rausnehmen, wenn ich plötzlich Zweifel habe. Und es ist auch die Frage, ob ich überhaupt noch, wenn ich von außen beeinflusst werde, in mir der Wunsch entstehen kann, dieses Teil zu entfernen. Vielleicht ist es sozusagen ein tabuisiert, dass der Gedanke gar nicht aufkommen kann. Und da müssen wir aufpassen insgesamt. Jetzt, das ist der Punkt, das möchte ich sagen. Schön vorsichtig sein mit dem und wachsam sein und sich gegenseitig auch informieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das Diskutieren, nicht in den, das ist jetzt auch der Zug, weltweit immer mehr in diesen Konsum knuddeln zu lassen, weil es damit erklärt wird, uns fehlt Geld dafür, Geld fürs Gesundheitssystem, uns fehlen Gelder für die Renten und uns geht ja so schlecht oder so, wir brauchen noch mehr Konsum, noch mehr Konsum. Ganz, ganz wichtig, aufpassen. Und wenn ich von diesem, wie wir leben, jetzt mal wieder einen Blick rüberwerfen, wie war es 1973 in Marokko? Oder wie war es in der spanischen Sahara? Wie war es, ist es überhaupt in den Wüstenregionen gewesen? Da muss ich sagen, wunderschön, wundervoll. Wundervoll. Man hat auch einen Bezug, sage ich mal, zu dem, was wir Gott nennen oder Göttlichkeit nennen, der große Raum. Das ist die Natur. Und man hat ein Gefühl für sich selber und für den anderen, weil man so wenig war, so wenig Person und so sehr vertraut. Und alles ist einem mit einem verwandt, quasi auch die Menschen, denen man begegnet ist, die hat man als Brüder und Schwestern wahrgenommen. Nicht Brüder und Schwestern im biologischen Sinne, sondern Brüder und Schwestern im geistigen Sinne. Und das ist auch ein Punkt. Heute, das müssen wir immer mehr ins Blickfeld rufen und wieder hin zu der geistigen Ebene und auch fragen, wie, was sind denn eigentlich all die Bedeutungen? Und auch die, die in den, ihren Religionen unterwegs sind, überlegen und offen lassen, wie ist eigentlich was gemeint, was geschieht in der geistigen Welt, auf der geistigen Ebene, was geschieht in der materiellen Welt und wie sind welche Begriffe gemeint. Das ist halt auch wichtig, dass in der Bibel, wenn jemand sagt Bruder, das heißt nicht der physische Bruder, das heißt Bruder in dieser Welt. So, das sind wichtige Sachen und dort wieder hinzukommen, das macht sehr viel Spaß, das befreit einen auch. Es zieht einen halt auch aus diesem niedrigen Konsumentendasein. Das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Man beginnt langsam wieder zu fliegen, die Seele. Und das ist einfach toll, das kann ich jedem nur empfehlen. Und das ist auch halt etwas, was in diesen arabischen Ländern oder in dem Raum geschieht und für die Leute zu ihrem Leben gehört.
dass sie dieses Zusammensein in der freien Welt, im freien Raum und zu denken, das gehört oder gehörte zu ihrem Lebensalltag. Das heißt, der Tag ist nicht vollgepackt mit, man muss dies und dies und dies und das tun und der Arbeitsprozess ist nicht so dicht, dass überhaupt kein Freiraum bleibt für freies Denken, sondern es gehörte dazu, zu deren Leben, dass man stundenlang jeden Tag mit mehreren zusammensitzt und gedacht hat, so wie wir sagen, über Gott und die Welt gedacht hat und wahrgenommen hat. Und man hat sich ausgetauscht. Und es ist ein ganz ruhiger Prozess und ein ganz ruhiges Leben. Vollkommen anders als das, was wir heute machen. Ja, okay. Also, alles Schöne. Ich werde heute was Schönes denken und schauen, meinen Geist so weit öffnen, wie es geht. Und dies wollte ich euch jetzt gerade sagen. Okay, ciao. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Alles klar. Shalom. Adios. Ciao.